Also ich habe meistens so, bei mir gucken sie die Videos alle immer 5 Minuten. Zumindest laut Statistik. Das wäre eine richtig lange Bleibezeit für mich. Die meisten sind es tatsächlich auch noch weniger. Also ich habe mir da mal die Grafiken angeguckt, wir hatten das die Tage mal im Discord gemacht gemeinsam. Hm? Und noch mal so ein bisschen durchgeguckt. Das ist ganz eigenartig. Alle immer fast nach der gleichen Zeit, also. Es ist ja jetzt noch nicht so, dass ich jedes Video inhaltlich so gleich habe, dass die alle nach 5 Minuten exakt. Hm? Aber laut Statistik ist. Ja, und laut Anzeige guckt sich Valheim bei YouTube bei dir gar keiner an, ne? Also richtig. Andere Sachen ja. Aber. Das ist auch tatsächlich Valheim. Aber da habe ich schon gesagt, das Klitke ist halt mit freiem Oberkörper rumgerannt. Ja, daran wird's liegen. Das verschreckt halt, ne? So, wir haben jetzt einen Haufen neuer Aufgaben. Ja, das ist sehr schön. Zumal ich es echt schön finde. Natürlich habe ich eine total liebliche Gesangsstimme. Niemand würde fliehen, nicht mal die Narren. Suche uns Kette. Geoforschung Startpunkt. Ach du Scheiße. Okay. Ja, dann hol mal dein seismologisches Spezialfahrzeug. Ja, aber dafür müssen wir erstmal den Portal nach Steinbruch verholzplankieren und verstahlplankieren. Oh, da hätte ich gleich welche mitgebracht, aber. Jetzt bin ich erstmal kurz vor dem verfallenen Lagerhaus. Ja, mach das so. Weil ich fahre jetzt dann, glaube ich, nochmal schnell beim Stahl vorbei, stell den da ab, hol dann anschließend die Holzplanken und gib die dann einfach gesammelt ab. Mensch, Herr Klitke, das war ja fast das Netteste, was du mir heute gesagt hast. Ist er krank? Na, er hat gesagt, mich hält man nicht länger als 5 Minuten aus. Schöne Route. Ein weiteres Wort dafür ist auch eine kleine Hunderasse. Ah. Fußhupen. Kleiner Hund, der schlecht Luft bekommt. Ja, genau der. Dann kenne ich die Bezeichnung auch, okay. Und Klitke, vielen herzlichen Dank. Du kannst auch noch netter. Das habe ich von gelesen und gehört, ja. Du sollst ein sehr netter Mensch manchmal sein. Und jetzt hörst du, wie der Bot es gerade sagt, zu den wunderbarsten Menschen der Welt. Vielen herzlichen Dank. Misstrauisch zu dir. Hui. Also diese Atomdingse, die sind safe, die können wir hier lassen. Okay. Du meinst, da mitten im Schlamm sind die gut aufgehoben? So tief Wasser, das Gras ist grün. Ja, die Kuh ist doppelköpfig, alles gut. Jetzt vielleicht hier nicht mitten durchfahren soll. Wenn ich vorbeikommen soll mit einem Kran, sag Bescheid. Ich kämpfe mich hier durch. Also ich meine zum Atomdingse aufsammeln. Ich bin jetzt hier kurz vor diesem gelben Punkt. Ich hätte halt nur durch den Zaun fahren sollen und nicht durch die Häuser, also zwischen den Häusern durch. So ist der Satz richtig. Also es läuft heute sprachlich, bin ich heute auf dem Punkt. Aber wenigstens sehe ich gut aus. So. Hashtag selbstverliebt. Ah, nee, ganz und gar nicht. Nur ein bisschen. Warum leuchtet hier alles so? Was ist das eigentlich? So, ich bin jetzt an der Frachtverwaltung. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst die Dinger da auch aufsammeln, ohne dass du einen Kran brauchst. Das ist das Erste.
Und das zweite ist, ein so ein Ding ist ein Feld groß. Das ist ja geil. Das heißt, ich werde mir jetzt mal die Aufgabe aufmachen. Dann würde ich meine... Ja, bin ich so hin? Ist die Fabrik? Welche ist denn das? Ist die hier unten? Und der Bahnhof? Das ist hinten Bahnhof ist Heimat. Ja, dann bringe ich erstmal Fabrik. Wenn ich keinen Plan habe, wie ich da hinfahren soll. Doch, ich fahre einfach den ganzen Weg zurück. Das ist das Einfachste. So, ich muss nur gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Mit unserer gefährlichen Fracht, mit der wir vielleicht besser nicht... Die Fracht ist gefährlich, dann sollte ich sie vielleicht doch lieber nicht fahren. Ach, ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Was soll schon passieren? Richtig. Die ist ja schließlich noch in Containern, die aussehen wie Würfel. Ja. Und was haben Würfel schon jemals Schlechtes getan? Außer beschissene Würfelergebnisse gemacht. Oder Aquädukte gebaut. Oder Straßen. Oder einen Sozialversorgungs... oder so ähnlich. Der Zaun hat mir gar nichts getan, Bruce. Der musste einfach nur weg. Weil, Der Sati das so wollte. Und hier durchfahren. Vielleicht kannst du was bei der Fabrik. Challenge? Challenge. Machen wir's. Wir haben Wild Western Star, wir kriegen das hin. Sieht doch sehr viel Wasser aus. Mit den Zuschauern bin ich deutlich netter. Weil ich sag ja immer, ich habe die weltbesten Zuschauer. Gar nicht wahr, ich habe auch eine zärtliche Seite. Ich bleib heute bei Blau. Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, zu weit rumgekurvt. Aber ich fahre doch einen guten Truck. Irgendwo hier muss ein Weg sein oder sowas in der Art. Ah, hier. Mensch, so eine Autobahn, ich habe sie nicht gesehen. Hier stehen so Verkehrsschilder. Sowas wie nicht zu schnell fahren, du rutscht aus oder... Road under Underwater. Ah ne, das gibt's ja hier nicht, das ist ja hier russisch. Fahr hier nicht lang, kommst nie wieder raus. Nein, Rot unter Wodka. Das kann sein. Okay. Das sind die aller Weltbesten. Definitiv. Die beides sich antun und überstehen, das sind die aller härtesten, besten, tollsten und so und überhaupt. Definitiv. Bring mir Eiswürfel mit, Blacky. Oh ja. Und steck sie ihm von hinten in das T-Shirt. Moment. Ich weiß nicht, was du für Fantasien hast, aber... Warum? So viel Action war noch nie in deiner Kamera. Nach der Winkehand. Das stimmt. Mittlerweile habe ich die Winkehand dann auch mal gesehen. Die ich tatsächlich nie mitbekommen habe. Das hast du nicht mitgekriegt, ne? Nein. Aber den Menschen an der Hand hast du schon mitgekriegt, dass er in deiner Nähe war. Ja, hauptsächlich deswegen, weil ich von hinten kurz angetippt worden bin. Ja, okay. Was mich dann aber auch nicht interessiert hat. Da war ich schon zu angefressen, um zu sagen, um drauf zu reagieren von dem Spiel. Und mehr oder Buddy, sei gegrüßt, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich auch dir. Willkommen bei der LKW driftet verräterisch nach rechts ab, ohne dass ich weiß warum. Vielleicht liegt es einfach daran, dass da weniger Land und mehr Wasser ist. Weil ein fucking Hang ist. Ja, das könnte vielleicht sein. Bleib ruhig stecken.
Ab sofort ist es dir erlaubt. Ah, ich sehe, was du gewettet hast. Da wird doch nicht jemand gegen dich gewettet haben. Nein. Niemand würde gegen mich wetten. Die wissen alle, dass ich ein Pro-Gamer bin. Warte. Hier ist eine Reparaturstation. Vielleicht sollte ich zumindest mit einem Reifen drüber fahren, dann werde ich auch automatisch repariert. Hey, ist das eine schöne Strecke hier. Das war auf jeden Fall die Abkürzung wert, hier zu fahren. Die ist touristisch wirklich. Also ihr müsst ein Schild in touristische Nebenstrecke, definitiv. Hm? Das Tourismus durch den Wald, du Depp, eins von beiden. Das Tourismusministerium hat empfiehlt diese Strecke also. Ministeria, genau. Schaffe ich es hier drüber zu fahren? Ja. Ah, warte, das ist nicht nur das Touristenministerium, sondern auch noch das Unterwasserministerium. Das war vielleicht nicht so gut. Ja, das trifft. Da das, was ich jetzt gerade unter Wasser ist ja sicher, ne? Ja, genau. Na, dann mache ich alles richtig. Sei denn, hier unten wohnt dieser Schwammkopf, dann hat er jetzt ein Problem. Ach, der kriegt ein neuer Ananas. Weiß ich, ob Ananas auch wieder böse ist. Zählt das hier? Nein, ich kann mich noch bewegen. Das zählt nicht als feststecken. Vielleicht zählt es doch als feststecken. Ananas ist Liebe. Ich mag Ananas auch. Mit Schinken, Käse auf einem Teig mit Tomatensauce. Ein sehr guter Platz für Ananas, aber ich mag Ananas tatsächlich auch pur. Es lag nur der Farbe, ich mag halt blau, okay. Ich bin da dann doch eher der Mandarinen- oder Orangentyp. Ja, wenn die einer schält und man die einfach nur so in sich reinstecken muss, ist das auch. Ich meine, solange die Orange nicht einen Dackel auf dem Kopf hat oder ein Meerschweinchen und mit mir sprechen möchte, ist alles okay. Ja, das ist definitiv einmal feststecken. Wie viel brauchst du noch zur Wetterfüllung? Jetzt ist tatsächlich nur feststecken oder nicht feststecken. Ja. Feststecken. Hey, da hinten ist die Fabrik. Wird auch Zeit, weil der Sprit wird bald knapp. Ich glaube, das war nicht die Fabrik, wo ich tanken konnte. Stimmt, glaube ich, nur so ein Reparaturanhänger rum, wo man Reparatur only quasi. Hm, ich glaube auch. Die britzelt so schön auf der Zunge, die Ananas, oder? Ja, Ananas muss aber auch so, wenn sie zu sauer ist, ist wieder blöd, wenn sie zu süß ist, ist sie langweilig, also sie muss so quasi süß und so richtig so, einfach so, ja, muss halt passen. Ananas ist quasi der Mensch unterm Obst, das muss passen. Hallo? Warum? Ich hab dich doch gerade... So, da will ich dich anbinden. Was? Mich? Warum? Nein? Weil das nur mal der Rastplatz ist, da muss ich dich anbinden. Nein. Ach nö, sag bloß, ich hab mich jetzt hier total festgefahren. Festgefahren 2.
Ja, ich hänge halt auf so einem blöden Baumstumpf fest, weil ich mir dachte so, ach komm, das schaffe ich schon, da drüber zu fahren. Mhm. Das war irgendwie ein Trugschluss, habe ich den Eindruck. Ja gut. Und die haben auch noch gefunkt beim Wegpacken. So lange niemand dagegen wettert. Das kann... das wird keiner, macht es aber eh keinen Sinn. Das Buch und wer wie. Okay, Kitty möchte nicht angebunden werden, das ist okay. Rein theoretisch kannst du jetzt natürlich sehr viele Punkte auf Ja setzen, aber es wird halt nur so viele Punkte geben, wie man auch tatsächlich gesetzt hat. Also, der Pool wird halt ausgezahlt. Ja, du schreibst gerade ein Angebot. Das ist gut. Irgendwie war doch allergisch auf Zitrusfrüchte, oder? Ja, das war der Keks. Das ist immer eine blöde Allergie. Ja. Tschüss, Frach. Halt, ich hätte hier den Kran. Ach, egal. So, die ersten zwei von sechs sind weg. Die Ecke da hinten ist schwierig zum Durchkommen, oder? Ich würde was Kompaktes nehmen. Lass mal beide nochmal mit was Kompaktem reinfahren. Dann fahre ich auch mit dem Zweier. Das Problem ist, ich habe jetzt noch... Also reparieren könnte ich mich hier, brauche ich aber eigentlich nicht wirklich. Ach, du kannst dich auch einfach zurücksetzen, wir fahren gemeinsam von der Werkstatt los. Weil ich stehe auch gerade an der Werkstatt. Oder ich fahre halt mit dem Kran vor und gebe dir den restlichen Kransprit. Oder komm mal im Tankfahrthänger vorbei. Wobei da oben vor, über der Tankstelle ist doch noch die Tank. Über der Fabrik ist doch die Tankstelle. Ja, ich denke, das müsste ich schaffen. Ich glaube, man kommt noch was. Man bekommt noch was drauf. Also bis jetzt hatte ich immer den Fall, dass man genau das, den Pool bekommt, der halt insgesamt gesetzt wird. Also wenn auf der Pro-Seite und auf der Gegenseite 500 gesetzt werden jeweils, dann kriegst du, wenn es jeweils nur eine Person ist, kriegt eine Person auf jeden Fall einen Tausender. Wenn es halt auf der Pro-Seite 1000 gesetzt sind von zwei Personen und auf der Gegenseite 500 von einer Person, dann werden die 500 von der anderen, also von der Verliererseite quasi auf die beiden anderen Personen aufgeteilt. Das heißt, die anderen beiden kriegen jeweils 750. Ich sag ja, es ist kompliziert. Es macht also, es bringt quasi also nur was, wenn du auch tatsächlich den Gegenpunkt hast. Ansonsten tut da keiner irgendwie was drin gewinnen. Ah, hier ist echt russische Tankstelle. Nee. Ich sollte vielleicht mal den Weg markieren. Da oben ist die Tankstelle, nicht hier unten. Also ich fahre jetzt tanken und fahre dann wieder zum Atom. Zum fröhlichen Atömchen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Immer durch den Schlamm. Das hatte ich schon befürchtet, dass du das sagst. Aber ich versuche so lange wie möglich auf der Straße zu bleiben. Ob der was? Autobahn. Aber du bist doch ein guter, sicherer Fahrer. Ja, deswegen fahre ich über die Autobahn, da kann ich nämlich gut und sicher schnell fahren. Ja, das ist dir immer schon sehr, sehr gut gelungen. Und sicher.